Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Feuers, meine lieben Wiedergeborenen. Dies ist das Kurzreading für euch, meine Lieben, im Bereich des Ruhmes, dem neunten Bagua-Bereich im Feng Shui, der dem Element des Feuers zugehörig ist. Deswegen habe ich hier Feuer, dort Feuer für euch, meine Feuerzeichen dabei. Und ich zeige euch mal auf meinem Plan, wo wir uns gerade befinden. Dies ist das neunteilige Bagua und hier ist der Eingang mit dem Karrierebereich und direkt gegenüber liegt der Bereich des Ruhmes. Ihr seht hier den roten Balken, steht für die Farbe des Feuers und der Bereich des Ruhmes ist dem Organ Herzen zugeordnet. Und falls ihr, meine Lieben, Probleme im Bereich des Herzens habt, dann wäre es vielleicht hilfreich, sich mal den Bereich in eurer Wohnung, in eurem Haus anzuschauen, um diesen Ruhmbereich zu stärken. Genau. Und ich habe hier, habe ich euch einen Stein mitgebracht. Da heißt es Handeln, denn es ist auch wirklich notwendig im Bereich des Ruhmes aktiv und tätig zu sein. Und damit wir uns daran erinnern, lege ich den Stein hierher. Und ich habe euch mein Bild Blütentraum mitgebracht. Dieses Bild würde den Bereich des Ruhmes stärken, nähren und fördern können. Und es steht für mich für Lebendigkeit, Ausstrahlung und auch ein Magnet sein. Denn was du denkst, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Und genau wie diese Blüte eben die kleinen Lebewesen, die kleinen Tierchen anzieht, damit sie den Nektar sich holen können, sag ich mal, genau so wollen wir ja unsere Positivität nach außen geben, damit wir das dann auch wieder zurückbekommen, meine Lieben. Genau. Und jetzt schaue ich mal für euch, meine lieben Wiedergeborenen, im Bereich des Ruhmes, was ich da zeigen mag mit den Botticelli Tarotkarten. Zwei haben sich schon, drei haben sich, vier, ui, okay. Vier haben sich rausgemogelt, meine Lieben, für euch. Okay. Ui. Was ist denn da bei euch, meine lieben Wiedergeborenen? Das ist so ein bisschen, ja, schwierig. Hier. Das heißt, eine Karte ist sehr schön. Eine Karte ist sehr schön. Das ist die 7 der Münzen. Schaut mal, die junge Frau sammelt hier die Ernte ein. Ja, die 7 der Münzen, die hängen zwar noch in den Bäumen. Aber sie ist dabei, ja, sich die auch zu holen, ja. Also das geht auf jeden Fall voran. Münzen sind immer eine stabile Energie, meine lieben Feuerzeichen, ja. Stellen wir es mal hier rein. Also das ist zumindest eine, also das ist eine sehr schöne Karte. Was weniger schön ist. Und die Stäbe stehen ja für euch, meine lieben Königinnen und Könige des Feuers. Ihr seid ja die Königinnen und Könige der Stäbe im Tarot. Schaut mal hier, 10 der Stäbe, also mit dem jungen Mann, der hier total, total erschöpft auf dem Boden liegt, ja, spricht für mich immer für eine Art Erschöpfungsdepression. Und in eine Art Erschöpfungsdepression kann ich eigentlich nur kommen, wenn ich für etwas brenne und mich dann allerdings dann nach einiger Zeit wie ausgebrannt fühle, ja. Und da frage ich mich natürlich, was hat euch in diesen Zustand gebracht, meine lieben Wiedergeborenen? Was habt ihr euch dazu gemutet, zu viel zugemutet und was davon könnt ihr womöglich loslassen oder müsst ihr loslassen, ja? Welche dieser Stäbe müsst ihr loslassen, womöglich alle erstmal, damit ihr überhaupt wieder auf die Füße kommt, ja, also meine lieben Wiedergeborenen. Irgendetwas hat euch da aber sehr
erschüttert und erschöpft. Vielleicht das Ernteeinholen kann sein, könnte sogar sein, wenn ihr von Beruf, ich sag jetzt mal, Bauer oder Bäuerin seid, ja, kann das sein, dass euch das sehr erschöpft hat. Zu viel Feldarbeit, sag ich mal, ja. Oder auch so im übertragenen Sinne. Also, was bei Burnout einen wieder sehr gut auf die Beine bringt, das ist der Hafer, also Haferflocken einnehmen in jeder Form, so wie es einem schmeckt. Denn Hafer wirkt stark nervenstärkend und das braucht man also in diesem Zustand, meine Lieben, ja. Also mit Burnout ist nicht zu, also Burnout ist nicht zu unterschätzen, meine Lieben, ja. Dann habe ich hier noch Drei der Schwerter, also im klassischen Tarot ist da immer das Herz abgebildet. Eben, wir befinden uns ja im Herzbereich, hatte ich euch schon gesagt, ja. Der Bereich ist dem Organ des Herzens zugeordnet, der Ruhmbereich, und irgendetwas, irgendjemand hat euch da dermaßen zugesetzt, ja, was nicht sehr schön ist, meine lieben Wiedergeborenen. Also irgendetwas hat euch da dermaßen ins Herz gestochen, muss ich schon gleich sagen, so wie Stiche ins Herz, ja. Das ist nicht besonders schön, meine Lieben, ja. Also da hoffe ich, dass ihr euch davon wieder erholt. Kein Wunder, wenn ihr in dieser Energie seid, ja, wenn ihr euch von sowas erholen müsst. Dann kommt auch noch eine hohe Arkana, und es sind eigentlich immer ermächtigte Energien im Tarot. Das ist hier die Null. Ja, der Narr, man beginnt wieder von vorne. Wie als würde ein Kind, sag ich mal, lernen müssen, wieder zu reden, zu rechnen, zu lesen, zu schreiben. So kann man sich das vorstellen, ja. Völliger Neubeginn. Also anscheinend müsst ihr nochmal völlig neu beginnen. Das ist jetzt natürlich schon eine sehr, sehr schwere Energie hier, muss ich sagen, ja. Ich meine, der Narr natürlich, im normalen Tarot ist es ein Mann, der geht da mit seinem Säckel des Weges, freut sich, ist aber fast schon am Abgrund und der Hund bellt und will ihn noch davon abhalten, dass er da weitergeht, ne? Also, die Hunde bellen schon, meine Lieben, im übertragenen Sinne. Ja, hier haben wir auch, genau. Schaut mal. Schaut, hier ist auch ein Hund abgebildet, der zwar eher ihm hier die Füße küsst oder leckt, aber der Hund wie so eine Art Weckruf, ja, hallo, irgendwas läuft hier falsch. Also achtet auf euch, meine lieben Wiedergeborenen, auch im Bereich des Ruhmes muss euch irgendetwas extrem zugesetzt haben, meine Lieben. Das ist ja nicht so schön hier. Das ist jetzt nicht so schön. Jetzt schaue ich mal mit meinem magischen Hexenorakel. Vielleicht kann ich euch da irgendwie einen Tipp, einen Impuls mit auf den Weg geben, was euch jetzt in dem Moment helfen kann, worauf ihr vielleicht achten solltet, meine lieben Wiedergeborenen. Schauen wir mal. Ah, die hier. Die. Dankeschön. Ui, da habe ich den wunderschönen Rosenquarz für euch. Schaut mal, der Rosenquarz, das ist ein wunderschöner Halbedelstein, ja. Und passt auch wunderschön hier zum Amethysten. Farbe des Feuers, Farbe des Feuers. Wir schauen mal, Rosenquarz steht drauf. Rosenquarz ist der Stein der Liebe und der Freundschaft. Ja, da muss, also euch muss irgendetwas dermaßen nahegegangen sein, was in Freundschaft oder Liebe, ja, was euren Ruhm vielleicht auch sogar geschadet hat unter Umständen, ja. Also das ist schon sehr, sehr arg. Mit seiner sanften rosa Farbe wirkt er beruhigend und fördert unsere Fähigkeit, Liebe zu geben und anzunehmen. Ja? Anscheinend geht es irgendwie, ja, es geht auf jeden Fall um den
Eine Beziehung, Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung. Mit Liebe ist hier weniger Leidenschaft gemeint, sondern mehr Liebe in Form von Zuneigung. Ja? Der Kelch der Zuneigung, den haben wir hier nicht. Also Kelche haben wir gerade nicht, aber das macht jetzt nichts. Auch bei der Heilung seelischer Wunden leistet er gute Dienste. Schaut, wenn euch jemand ins Herz gestochen hat im übertragenen Sinne, dann tragt Rosenquarz, meine lieben Wiedergeborenen, entweder in Form eines Anhängers vielleicht oder eines Handschmeichlers, ja, könnt ihr euch ein Rosenquarzherz vielleicht, einen Stein besorgen und ihn in der Hand halten. Setze dich an einen ruhigen Ort und nimm dir ein paar Minuten Zeit. Lege diese Karte vor dich, sodass du das Bild vom Rosenquarz sehen kannst. Falls du einen Rosenquarz besitzt, kannst du stattdessen auch diesen verwenden. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und versuche dich zu entspannen. Konzentriere dich nun auf den Rosenquarz und stelle dir vor, wie du von einem zarten rosa Licht umgeben wirst. Spüre, wie der Rosenquarz dich mit Liebe und Zuversicht erfüllt. Wonderful, wunderbar. Schaut, da passt hier die rosafarbige Kerze gut dazu. Ja, dabei könnt ihr auch eine Kerze entzünden und euch dann entspannen mit Hilfe dieses wunderschönen Rosenquarzes. Das tue ich jetzt mal hier vor die Erschöpfungskarte, ja, dazu. Genau. Ja, dann schaue ich noch mal mit den Karten der achtsamen und wertschätzenden Kommunikation. Weil darum geht es ja auch, wenn es um den Bereich des Ruhmes geht, meine lieben Wiedergeborenen. Dann muss man auch gewisse Regeln in der Kommunikation einfach beachten, ja? Denn man möchte ja auch wertschätzend, selbst wertschätzend beachten. Nee, die hatten wir schon, die tue ich jetzt mal weg. Die hatte ich gerade eben schon. Den Löwe geborenen. Ich suche eine andere für euch, meine lieben Wiedergeborenen. Genau, man will ja auch selber einfach wertschätzend behandelt werden, meine Lieben, ja? Die. Genau. Dankeschön. Da kommt. Willst du geliebt werden, so wie du bist, dann bleibe wahrhaftig und authentisch, meine lieben Wiedergeborenen. Wahrhaftig und authentisch bleiben. Ja? Wer wir heute sind, was wir fühlen und was wir von Herzen wollen, wissen nur wir alleine. Teile dich mit und bleibe wahrhaftig und authentisch. Teile dich mit meint auch, dass du mit deinem Gegenüber etwas teilst. Deine Erkenntnisse, dein Wissen, deine Einstellungen, deine Vorlieben, deine Wünsche, die von Herzen kommen. Tipp: Nur wenn du dich von Herzen zeigst, kannst du so gesehen, verstanden und geliebt werden, wie du bist. Ist auch wieder das Gesetz der Resonanz, ja? Zeige, wie du bist, ja, und dann wirst du auch so verstanden und dann wird dir das auch zugutekommen letzten Endes, meine lieben Wiedergeborenen. So, jetzt mit den Seelenbotschaften möchte ich noch abschließend eine Botschaft für euch, meine lieben Wiedergeborenen. Hier, die ist rausgehüpft. Ja, schaut, da kommt wieder Verbindungen. Es geht um die zwischenmenschlichen Verbindungen. Finde Menschen, die ein ähnliches Ziel wie du verfolgen und baue inspirierende Kontakte auf. Genau. Baue inspirierende Kontakte auf, meine lieben Wiedergeborenen. Nicht solche Kontakte, wo euch ins Herz gestochen wird, ja, wo euch wehgetan wird, ja, ob absichtlich oder vielleicht unbewusst. Lasst das nicht zu, sonst kommt ihr in diese Energie, ja, der 10 der Stäbe, das brauchen wir nicht. Das braucht ihr nicht, meine Lieben, ja. Ihr wollt wieder in die innere Harmonie kommen, mit Hilfe des Rosenquarzes, ja. Und euch authentisch,
authentisch zeigen, damit ihr dann auch die anderen, auf die anderen authentisch zugehen könnt und die dann auch sich euch offenbaren, ja. Das ist ja auch ein Geschenk, ja. Indem ihr wertschätzend zuhört, öffnet sich das Gegenüber viel leichter und Zuhören, achtsames, wertschätzendes Zuhören ist Lieben. Ja? Meine lieben Wiedergeborenen, das waren einige Impulse für euch, einige Impulse für euch, meine Lieben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet etwas mitnehmen und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über euer Abo und über Kommentare. Oder auch Herzen, Tiere, Blümchen, immer gerne. Vielen Dank und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.